Heute am 29. Oktober haben wir uns entschlossen, mal wieder rauszufahren und eine kleine Radeltour zu machen. Traumwetter, noch ein bisschen kalt, aber es wird ein bisschen wärmer. Und in der Hoffnung, dass wir heute nicht allzu viele Leute sehen, auf einer der schönsten Touren, die Bayern wohl zu bieten hat, rund ums Karwendel. Jetzt haben wir, glaube ich, 800 Höhenmeter geschafft und es wird Zeit, jetzt irgendwas zu essen. Wie fühlt sich so? Ja, anstrengend. Also meine Kondition könnte besser sein, aber da arbeite ich dran. Wird besser, Tag zu Tag. Und hinter mir sieht man den Schnee. Da sind wir auch gerade fast durchgefahren, aber nicht wirklich. Immerhin haben wir den Schnee schon gesehen und auch mal kurz reingefasst. Also wir wissen schon, wie sich der Winter anfühlt. Freuen uns natürlich drauf. Und wenn er dann da ist, dann sehen wir uns nicht mit den Rädern, sondern sehen wir uns mit Ski. Und jetzt machen wir mal ein bisschen weiter, weil wir haben ein bisschen was vor uns. Und wenn das nicht ein Traum ist, dann weiß ich nicht. Ich meine, wir haben Ende Oktober und die Stimmung hier, wie ich es mir schöner kaum vorstellen kann.